Wie kannst du es wagen, mich um meine Handlung zu hinterfragen, mich derartig anzuklagen, als hättest du irgendetwas zu sagen, das wird Konsequenzen haben, Lysanne, wie kannst du es wagen? Ich will, dass du schweigst, dass du einmal deine Meinung nicht teilst, dass du in dem dir zustehenden Bereich bleibst, dass du wie alle anderen nickst und schweigst. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Du? Ihr? Ihr seid nichts. Ihr seid nicht mehr als ein Fettfleck auf glänzendem Silberbesteck, nicht mehr als das Käsebrot, das in der Schultasche verreckt und das man nach den Sommerferien wiederentdeckt. Glaubt nicht, dass auch nur ein Funke mehr in euch steckt und jetzt haltet verdammt nochmal den Mund und zeigt mir ein bisschen Respekt. Ich schreibe eigene Texte und den Text habe ich in der 10. Klasse geschrieben. Ich bin 18 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und für mich war meine Schulzeit eine sehr unangenehme Pflichterfüllung. Ich habe mich oft gefragt, warum das so war und mich auf die Suche nach Antworten gemacht. Zu Anfang dachte ich, die Lehrer sind schuld. Sie sind einfach unfähig und gemein. Das stimmt natürlich nur auf den ersten Blick, auf den zweiten schon nicht mehr. Denn Lehrer haben ja eine Aufgabe, eine Vorgabe. Lehrer müssen das vermitteln, was Kultusministerien ihnen auftragen. Wie ein Maurer. Der baut Häuser und zwar nach genau den Wünschen und Vorstellungen des Auftraggebers. Von daher war es auch nicht verwunderlich, dass meine Lehrer mich mit seitenlangen Vokabellisten und jede Menge Inhalten vollstopfen wollten. Sie mussten mir einen Lehrplan vermitteln und der ist prall gefüllt. Aber warum machen Kultusministerien so spezielle Vorgaben wie das Berechnen des Flugverhaltens von Leuchtkugeln im dreidimensionalen Raum? Und warum konnte ich so wenig damit anfangen? Vielleicht weil Flugbahnberechnung so außerhalb meines Interesses liegt? Ich bin schon froh, wenn ich im Geschäft berechnen kann, wie viel Geld ich spare, wenn ein Kleidungsstück um 20% reduziert ist. Aber ich habe mir sagen lassen, Flugbahnberechnung, das gehört zur Allgemeinbildung dazu. In einer Studie des Psychologen Thomas Städler habe ich gelesen, dass ein paar Jahre nach den Abschlussprüfungen etwa, was meint ihr, 50%, 20%, 1% des Lehrplanwissens noch in den Köpfen übrig ist. Zum Glück bin ich unter den Abiturienten also nicht die Einzige, die jetzt schon Gedächtnislücken aufweist. Ich war letzten Sommer also fertig mit der Schule und wusste nicht einmal, worauf ich achten muss, wenn ich ein Konto eröffnen oder eine Wohnung anmieten will. Ich kam mir recht unselbstständig vor und das, obwohl ich doch die allgemeine Hochschulreife in der Tasche hatte. Tja, und dann stand ich da. Allgemeinbildung bis zum Umfallen, aber kein Plan, was ich mit mir anfangen soll. Wann hätte ich mir darüber auch Gedanken machen sollen? Nach dem Langtag, ab 17 Uhr oder vor dem Lernen für die nächste Klausur? Zu Hause habe ich immer gehört, überleg dir, was du später machen willst. Flugbahnberechnerin vielleicht? Oder Gedichteanalysiererin? Meine Schulzeit hatte nichts mit dem wahren Leben zu tun, so wie ich es jetzt langsam kennenlerne. Meine Schulzeit bestand aus Bulimie-Lernen und 2 Wochen Praktikum im Kindergarten. Interessen, die ich als Kind einmal hatte, waren übertüncht worden von dem, was mich in der Schule zu interessieren hatte. Als Kind wollte ich eine Zeit lang mal Astronautin werden, aber nachdem ich 2 Jahre von einem sehr unangenehmen Lehrer in Chemie und Physik unterrichtet worden war und wir nur Texte aus dem Buch abschreiben mussten, habe ich das Interesse an Naturwissenschaften verloren. Einige meiner Freunde haben nach dem Abi gesagt, sie machen jetzt erstmal ein Gap Year, weil sie eh nicht wissen, was sie jetzt machen sollen und hoffen, dass sie währenddessen etwas finden, das ihnen Spaß macht und sie interessieren könnte. Schade eigentlich, dass sie das in ihrer Schulzeit innerhalb von 12 Jahren nicht gefunden haben. Einer wollte zu Beginn der Oberstufe unbedingt Pilot werden, aber seine Gedichtanalysen in Deutsch waren nicht gut genug und mit französischer Grammatik ist er auch nicht so klar gekommen. Das hat ihm den Abi-Durchschnitt runtergezogen. Der nahm sich dann auch erstmal eine Auszeit und versucht immer noch, sich selbst neu zu erfinden. Apropos Gedichtanalyse, mir hat das echt Spaß gemacht, aber meine Interpretation lag meist weit entfernt von dem, was im Lehrerhandbuch stand. Da gab es dann auch nichts zu diskutieren, denn welche Gedanken man zu den Versen eines Gedichts hatte, das war natürlich vorgegeben. Wo kämen wir auch dahin, wenn jeder ein Gedicht unterschiedlich empfinden und interpretieren würde? In Kunst hatte eine Lehrerin mal zu mir gesagt, meine Köpfe sähen aus wie Kartoffeln. Danach habe ich Köpfe nur noch so gemalt, wie sie das gut fand. Kreativität kennt keine Grenzen, außer in der Schule, denke ich so. Ich habe letztens mal nachgeguckt in den Stellenanzeigen im Internet und große Unternehmen wie Google und Siemens suchen nach kreativen Köpfen. Und ich glaube, damit sind nicht meine Kartoffeln gemeint, sondern Menschen, die mutig genug sind, etwas zu erschaffen. Solche, die in der Lage sind, vielfältige Ideen zu produzieren, die umdenken und austesten und dadurch effektive Lösungen für reale Probleme finden können. Danach suchen Unternehmen scheinbar händeringend. Ich befürchte, sie werden Abstriche machen müssen. Denn das mit der Kreativität steht so in keinem Lehrplan.
Was Google außerdem sucht, sind Menschen mit Teamgeist. Denn Caroline Ochsendorf, Senior Recruiting Specialist bei Google, sagt, Einzelkämpfer passen nicht zu uns, wir brauchen Teamplayer. Da frage ich mich nur, wo diese Teamplayer herkommen sollen. Etwa aus der Schule? Also, wenn bei uns Gruppenarbeit anstand, dann wurde die Arbeit diesem einen Streber zugeschoben und der, der sich bei der Präsentation dann am besten in den Vordergrund drängen konnte, der bekam die beste Note. Im Nachhinein wundert mich das aber auch nicht, wenn man mal überlegt, was Teamwork eigentlich bedeutet. Nämlich, dass Menschen im Team zusammenarbeiten und dabei eine gute Kommunikation zu mehr Innovation, Effektivität und Unterstützung führt. Die Stärken jedes Mitglieds kommen gezielt zum Einsatz und individuelle Schwächen werden so ausgeglichen. Teamwork makes the dream work. Ja, das erklärt einiges. Träume verwirklicht habe ich in der Schule nie. Eher im Gegenteil. Manchmal schaue ich mir die Bundestagssitzung auf Phoenix an oder ich lese das Plenarprotokoll, einfach weil ich es teilweise wirklich sehr amüsant finde. Aber wenn ich dann so da sitze und den Politikern zuschaue, dann erinnert mich das häufig an unsere Gruppenarbeit im Klassenzimmer. Keiner lässt den anderen ausreden, ständig ruft jemand rein, keiner hört dem anderen richtig zu. Da frage ich mich, was wohl wäre, wenn diese Politiker in der Schule gelernt hätten, was echtes Teamwork bedeutet. Ob Probleme dann konstruktiver angegangen und besser durchdachte Lösungen entstehen würden? Aber zurück zu der Frage, warum Schule bei mir so war. Ich denke, der Lehrerberuf ist eine Berufung, so wie es in jeder anderen Branche der Fall sein sollte. Mit dem Unterschied, dass hier kleine Menschen geformt werden und keine Ziegelsteine. In meiner Schulzeit herrschte sehr wenig Mitgefühl und Empathie. Das hörte sich dann oft so an. Ich will nicht hören, wie es dir geht. Denkst du echt, dass dir eine Sonderbehandlung zusteht? Alle anderen vor dir haben das auch überlebt. Die waren in der Lage, das zu überstehen. Du musst dir halt noch mehr Mühe geben, noch eine Schippe drauflegen. Es kann sich nicht alles um dich drehen. Ich will nicht hören, wie es dir geht. Ich hatte mal einen Lehrer, der mich inspiriert hat. Und das in Mathe. Laut ihm hätte ich sogar das Potenzial für Mathe-Leistungskurs gehabt. Wow, ich war voll begeistert, ich war super motiviert. Das hatte sich dann nur mit dem nächsten Lehrer schnell wieder erledigt. Denn meine Lehrer waren größtenteils dienstbeflissen motiviert. Das heißt, sie wollten uns den Lernstoff in die Köpfe pressen, mit aller Macht, egal wie. Früher sah die Erziehung von Kindern noch anders aus. Da wurde geschlagen und an den Ohren gezogen. Das ist heutzutage glücklicherweise nicht mehr so. Früher gab es die Nürnberger Trichterdidaktik. Deckel auf, Wissen rein, fertig. Das hat mit Drill vielleicht funktioniert. Aber die Erziehungsmethoden sind heutzutage andere. Und Forschungsbereiche haben sich weiterentwickelt. In der Hirn- und Lernforschung heißt es, damit Lernen überhaupt funktionieren kann und das Gehirn auch längerfristig Informationen abspeichern kann, muss uns das Gelernte inhaltlich etwas sagen. Es muss uns wichtig sein oder in uns etwas erzeugen. Heraklit hat gesagt, Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen. Warum wird das in der Lehrerausbildung an der Uni eigentlich nicht so berücksichtigt, dass in meinem Klassenraum etwas davon rübergekommen ist? Wisst ihr, was bei mir Interesse geweckt hat? YouTube-Videos. Da wurde mir in einfacher, verständlicher Sprache geduldig alles genau erklärt. Ich habe es irgendwann aufgegeben, meine Lehrer zu fragen. Fragen war ein Zeichen von Schwäche und mir wurde häufig unterstellt, ich hätte einfach nicht zugehört und müsste deswegen jetzt nachfragen. Aber bei den Online-Videos, da war all das gar kein Problem, da hat Lernen sogar Spaß gemacht. Auch weil ich nicht offenlegen musste, wenn ich denselben Fehler dreimal hintereinander gemacht hatte. Da konnte ich sagen, ach, schon wieder falsch, naja, ich versuch's nochmal, bis ich es dann irgendwann richtig hatte. Ich habe es gehasst, ohne Meldung drangenommen oder gar an die Tafel gerufen zu werden. Vor den Augen aller macht man nicht gerne Fehler. Der Lehrer sieht die Unzulänglichkeiten und zückt sofort das Notizheft, in das die tägliche Leistung eingetragen wird. Die Mitschüler sehen das und grinsen. Äußerst unangenehm, Fehler zu machen. Bei schriftlichen Klassenarbeiten sieht die Fehler immerhin nur der Lehrer, aber auf den kommt es ja an, der vergibt ja die Note. Fehler machen bedeutet Punktabzug gleich schlechtere Note. Fehler machen ist definitiv nicht gut. Das lernt man in der Schule. Aber was bedeutet es? So habe ich mich gefragt, wenn man in der Schule so sehr darauf geschult wird, bloß keine Fehler zu machen. Wie wirkt sich das im späteren Leben aus? Beim Wirecard-Skandal wurden Fehler vertuscht. Im Umgang mit der Corona-Pandemie will in der Regierung für Fehler niemand verantwortlich sein. Die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche wurden eine lange Zeit einfach totgeschwiegen. Warum sind so wenige aus Politik, Kirche und Wirtschaft ehrlich bereit, zu ihren Fehlern zu stehen? Könnte da ein Zusammenhang bestehen zwischen dem Umgang mit Fehlern in der Schule und im späteren Leben? Oder was denkt ihr? Außerdem,
Mit den eigenen Fehlern muss man schon umgehen können. Dafür braucht man Bewältigungsstrategien. Dasselbe gilt für Gefühle. Die hat man, die sind einfach da. Aber in der Schule ist für Gefühle kein Platz. Über Gefühle spricht man höchstens mit den Freunden auf dem Pausenhof. Kinder sind Menschen wie ihr, nur eben jünger. Kinder zeigen noch ganz deutlich, wenn sie glücklich, wütend, gelangweilt oder traurig sind. In der Schule wird das aber ungefähr so interpretiert. Ist ein Kind glücklich, dann hört es vielleicht einen Spruch wie: Ihr da in der letzten Reihe, hört auf zu kichern. Ist ein Kind gelangweilt, dann kommt ein Spruch wie: Setz dich mal aufrecht hin und lass das Kritzeln in deinem Heft. Gefühle haben im Klassenraum nichts verloren. Aber das Problem ist doch, nur weil man sie ignoriert, bedeutet das nicht, dass sie einfach verschwinden. Viele im Schulalter suchen sich positiven Zuspruch in den sozialen Medien. Sie verbringen endlos Zeit auf YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, weil sie das Gefühl haben, dort aufgefangen zu werden. Sie followen und liken, um wahrgenommen und gesehen zu werden. Ich selbst habe gar keine Social-Media-Accounts, weil ich sehe, was das mit Gleichaltrigen und Freunden macht. Es stresst, immer online, immer erreichbar sein zu müssen, um bloß nichts zu verpassen. Es ist anstrengend, ein Leben auf Insta zu präsentieren, das so gar nicht existieren kann. Und es ist nicht nur anstrengend oder stressig. Denn wenn ich mich mit Freunden unterhalte oder sie beobachte, dann sehe ich, dass es sie unglücklich macht. 7 Tage die Woche mit jedem Klick zu sehen und zu spüren, wie andere wieder beliebter, reicher oder intelligenter sind als sie selbst. Das führt zu Selbstverachtung und Minderwertigkeitsgefühlen. Aber sie stecken da meist schon so tief drin, dass sie selbst das gar nicht mehr bemerken. Wie auch. In meiner Schulzeit wurde all das überhaupt nicht thematisiert. Da wurden Tafeln irgendwann durch Smartboards ersetzt. Mehr digitale Kompetenz im Sinne einer Ermächtigung jedes Einzelnen im Umgang mit diesen Medien gab es nicht. Ach ja, und darüber hinaus herrschte einfach Handyverbot. Auf diese Weise wurde die Realität, in der mein Jahrgang aufgewachsen ist, einfach ausgeblendet und ignoriert. So fühlte es sich zumindest an und ich spreche hier vom Jahr 2020. Wo führt das hin? Mittlerweile ist Selbsttötung in Deutschland nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache junger Menschen von 15 bis 20 Jahren. Jeden Tag nimmt sich in Deutschland statistisch gesehen mindestens ein Jugendlicher oder junger Erwachsener das Leben. Hinsichtlich des versuchten Selbstmords liegt die Zahl bei 15.000. Das heißt, jeden Tag versuchen etwa 40 Schüler ihrem Leben ein Ende zu setzen. Das ist eine sehr große, das sind 40 Schüler, das ist eine sehr große Klasse oder 2 kleine von je 20 Schülern. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich denke, diese Zahlen sind verdammt nochmal viel zu hoch. Wie habe ich meine Schulzeit überstanden, diesen Lebensabschnitt? Was mich da durchgetragen hat, war mein fester Wille, Medizin zu studieren und Ärztin zu werden. Hat nicht geklappt. Und ich frage mich, ob es richtig ist, dass wir unsere Zukunft aufbauen auf den Prinzipien eines Schulsystems, das sich seit Jahrzehnten nicht mehr verändert hat. Ich meine, es ist ein auslaufendes Geschäftsmodell. Es ist den modernen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die Herausforderungen haben sich verändert und sind immens. Wir leben in einer Gegenwart, die von riesigen Fragen und Unsicherheiten geprägt ist. Wie gehen wir mit den Folgen einer globalen Pandemie um? Wie bereiten wir uns auf den Klimawandel und dessen verheerende Folgen vor? Wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Fragen über Fragen. Unsicherheiten, die beängstigen. All das ist Teil der Zukunft jetziger und kommender Generationen. Sind Sie nicht die Generation Problemlöser? Sind Sie nicht diejenigen, die Ideen und Antworten finden müssen? Wenn das so ist, dann frage ich mich, mit welchen Mitteln Sie all das tun sollen. Mit welchen Mitteln und Methoden sollen Sie sich diesen Herausforderungen stellen? In Deutschland herrscht Schulpflicht, das heißt, jedes Kind in Deutschland verbringt ca. 8 bis 10 Jahre in der Schule. Zurzeit gibt es fast 11 Millionen Schüler. Diese jungen Menschen verbringen pro Woche ca. 40 Stunden in und mit der Schule. Das ist ganz schön viel Zeit. Warum nutzen wir diese 8 bis 10 Jahre nicht, um die nächsten Generationen gut vorzubereiten und ihnen das beste Rüstzeug an die Hand zu geben? Für unser aller Wohl. Kinder machen in Deutschland nur 16,5% der Bevölkerung aus, sind aber 100% der Zukunft. Sie entscheiden, wie die Zukunft für sie, für Deutschland, aber auch für die Welt aussieht. Wenn diese Kinder also diejenigen sind, die bestimmen, wie unsere Zukunft aussieht, hat Schule da nicht eine unglaublich große Macht auf unser aller Zukunft? Kann es sein, dass das, was die Kinder in der Schule lernen, ihr Verhalten und Denken als Erwachsene prägt? Kann es sein, dass Schule viel mehr Macht hat, als einem bewusst ist?
Bitte denkt über diese Zusammenhänge nach. Schaut hin, interessiert euch für das Thema. Es gibt keine einfache Lösung. Und hätte ich eine Lösung, dann würde ich wahrscheinlich den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Aber um das Problem anzugehen, braucht es uns alle. Denn wenn Sätze wie, ach, Schule war schon immer so und da muss man halt durch, weiter in den Köpfen der Menschen umherschwirrt, dann verschließt man die Augen vor einem drängenden Problem. Das Wissen um die Zusammenhänge und die Dringlichkeit dieses Themas muss nach außen getragen werden, damit es sich ausbreiten kann wie eine Meeresflut. Ich bin überzeugt, Schule ist eine Institution, die unglaublich große Macht hat und unsere Zukunft prägt wie keine andere. Aber nur wenn man ein gemeinsames Ziel hat, kann man sich gemeinsam an die Umsetzung machen. Erst dann hat Schule die Macht, die Welt positiv zu verändern. Ich hoffe, ich konnte heute eine kleine Welle bei euch lostreten. Vielen Dank.